Hallo und herzlich willkommen zu meiner Themenwoche zu ätherischen Ölen. Ich habe schon ganz, ganz oft über die ätherischen Öle von doTERRA gesprochen und ich dachte mir, ich packe mal ganz, ganz viele wichtige, vor allen Dingen auch Hintergrundinformationen in einer Themenwoche zusammen. Und deswegen wird es ab heute jeden Tag der Woche, also insgesamt 7 Videos zu ätherischen Ölen und zu verschiedensten Themen geben. Und heute möchte ich erstmal darüber sprechen, wie ich zu ätherischen Ölen gekommen bin und warum ich mich für die Marke doTERRA ausschließlich entschieden habe. Also wie bin ich überhaupt zu doTERRA und ätherischen Ölen gekommen? Ich hatte schon längere Zeit einen Diffuser, weil eine Freundin von mir auch einen hatte und das ganz toll fand. Und bei diesem Diffuser waren auch ätherische Öle dabei. Heute weiß ich, dass das eigentlich Müll war, weil die bis zum Tode gestreckt wurden mit zum Beispiel Alkohol und dadurch natürlich sehr, sehr günstig waren. Und irgendwann bin ich dann aber mit einer Freundin ins Gespräch gekommen. Das war auch im Herbst, in der Winterzeit und habe ich immer so ein bisschen damit zu tun, wenn die Sonne wenig scheint, wenn das Wetter einfach grau draußen ist, dass es mir einfach nicht gut ging, dass ich halt einfach schlechte Laune hatte und das permanent. Und sie war zuvor, ein paar Monate zuvor, zu den ätherischen Ölen von doTERRA gekommen und sagte, hier, es gibt da eins, das nennt sich Wilde Orange, probiert es mal aus. Das ist so ein bisschen stimmungsanhebend und hat mir damals so ein Pröbchen zugeschickt. Und das war bombastisch, was das bei mir bewirkt hat. Und ich habe dann relativ kurze Zeit später auch meine erste Bestellung bei doTERRA ausgelöst. Und habe mir da zum Beispiel, Wilde Orange war halt wirklich mein allererstes Öl. Und ich bin dann auch erstmal so diese Schiene gefahren. Alles, was stimmungsaufhellend ist, habe ich mir besorgt. Da sind dann Wilde Orange und Chia sind zum Beispiel meine liebsten Öle geworden. Und dann ist man da so reingerutscht und dann informiert man sich natürlich, was kann man noch alles damit machen. Und dann bist du so in Kreisen von Leuten, die das auch benutzen. Und jeder erzählt dann wieder andere neue positive Erfahrungen. Dann willst du das noch ausprobieren, das und das und das. Und deswegen war stimmungsaufhellende Öle war so mein erstes Thema. Dann kam natürlich ganz klassisch das Thema Entspannung, weil es einfach was mit meinem Beruf zu tun hat, aber auch bei den Kindern in unserem Alltag einfach sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich habe dann geguckt, okay, welche Öle gibt es da, wie wirken die? Habe dann auch angefangen, erste Öle zu mischen. Und mittlerweile kann ich sagen, dass die aus meinem Alltag tatsächlich nicht mehr wegzudenken sind. Also das fängt früh morgens an und endet abends und läuft so über den Tag verteilt. Ich habe dazu mal ein Video gedreht und war da tatsächlich, während ich das gedreht habe, selber erstaunt, wie oft und in unterschiedlichen Situationen und für was ich die ätherischen Öle tatsächlich einsetze. Und ja, welche positiven Erfahrungen habe ich damit gemacht? Also ich weiß jetzt, wenn ich schlechte Laune habe, was ich dagegen tun kann, ganz effektiv. Ich kann mich noch viel, viel besser entspannen. Die Kinder können sich besser entspannen. Wir haben super tolle Hausmittel gefunden für unsere Gesundheit. Sei es jetzt in der Heuschnupfenzeit, habe ich jetzt ein völlig natürliches Produkt gefunden, was ich nehmen kann. In der Hustenzeit jetzt. Wir haben Magen-Darm mit ätherischen Ölen behandelt. Wir stärken unser Immunsystem mit ätherischen Ölen. Also wirklich richtig toll. Ich putze mit ätherischen Ölen. Also ja, ist unglaublich, unglaublich vielseitig. Ich kann es auch sehr für die Hautpflege empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Monaten hatte ich hier diesen kompletten Bereich auf beiden Seiten und auch hier so auf den Wangen unglaublich krasse, starke Pickel, die einfach durch nichts weggingen, durch nichts. Und dann wurde mir Yarrow Pom, habe ich dann letztendlich benutzt. Es ist so ein blaues Öl, eigentlich ganz cool. Und davon habe ich dann immer einen Tropfen in meine Tagescreme gegeben und das dann aufgetragen. Und innerhalb von wenigen Tagen wurde ich dann einfach diese Pickel los und die sind auch nie, nie wiedergekommen. Jetzt habe ich nur noch so Pickemale tatsächlich von dieser Zeit. Aber das war das Einzige, was mir in dieser Zeit gegen diese unmöglichen Pickel geholfen hatte. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das vorher war. Also, wie habe ich die Kinder zum Schlafen bekommen ohne ätherische Öle? Was habe ich gegen den Hustenreiz gemacht ohne ätherische Öle? Wie habe ich überhaupt gute Laune bekommen ohne ätherische Öle? Und was jetzt, warum ich mich dann tatsächlich für doTERRA entschieden habe oder was doTERRA auch so besonders und wertvoll für mich macht, ist einfach,
Ich hatte erzählt, ne, bei meinem Diffuser waren damals auch ätherische Öle dabei. Und natürlich kennt man die ätherischen Öle von Rossmann und von DM und weiß nicht was. Und die sind wesentlich günstiger als die Öle von doTERRA. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wenn es dann darum geht, dass man das innerlich einnimmt, dass man das seinen Kindern gibt, dann hat man auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Und nur bei doTERRA hast du die Garantie, dass die 100% rein sind, weil es da einfach zu dem Qualitätsmerkmal, sage ich in einem anderen Video nochmal was. Und das war mir halt so wichtig. Und da bin ich auch bereit, wesentlich mehr Geld auszugeben, wenn ich zu 100% weiß, was da drin ist, wie das hergestellt ist und dass das ein 100% reines ätherisches Öl ist und nicht so ein gepanschtes, mit Alkohol gestrecktes Wischiwaschi, was man halt zum Beispiel bei Rossmann kaufen kann. Oder das gibt es auch manchmal bei Aldi, die werden einem ja hinterhergeschleudert. Diese Öle bewirken einfach gar nichts. Sie riechen gut. Aber die ätherischen Öle von doTERRA riechen tatsächlich noch besser. Also ich wurde mal gefragt, ob das nicht künstlich riecht. Nein, weil es ist ja wirklich reine Natur. Ich habe früher den Geruch von Lavendel gehasst, weil es einfach dieser künstliche Lavendelgeruch war. Und ich liebe das ätherische Öl von doTERRA Lavendel, weil das einfach was ganz, ganz anderes ist, wenn das wirklich so rein ist, wenn das so natürlich wie möglich ist. Und deswegen habe ich von da an dann ausschließlich doTERRA-Öle genommen und ich würde auch nie wieder was anderes ausprobieren, weil ich glücklich damit bin, weil ich zufrieden damit bin und weil ich weiß, was da für eine Qualität dahinter steht. So viel erstmal zum ersten Video, wie ich zu doTERRA gekommen bin, was es so mit meinem Leben gemacht hat und warum ich mich für doTERRA entschieden habe. Und morgen geht es weiter mit dem Thema, dass ich erstmal so ganz allgemein was zu ätherischen Ölen sage, zu doTERRA sage und euch damit ein paar Informationen überschütte, wollte ich gerade sagen. Aber es ist wohl sortiert und nur das Wichtigste zusammengefasst. Wir sehen uns also morgen wieder. Bis dahin.